Zum Gruße, werte Lappen-Lapinen. Willkommen zurück zu Project Zomboid. Wir machen jetzt mal den Fernseher an. Ich glaube, gleich kommt eine Sendung. Ne, immer nur 6 und... Immer nur um 6, oder? Also wir gehen schlafen, weil wir waren ein bisschen ausgepowert. Schlafen. Dann können wir nochmal mampfen. Wir haben nämlich noch so einen Huhn und alles mögliche dabei. Das rohe Huhn essen oder den rohen Fisch. Ich glaube, rohes Huhn ist richtig übel. Nicht roher Fisch, ne? Das ist halt nur, wenn er alt ist. So. Der wird aber schon, der läuft hier schon ab. Muss auch richtig gut schmecken jetzt. Jetzt habe ich vergessen, was zu trinken. Aber egal, machen wir im nächsten was. Sagte er. Und dann wurden wir nur noch stundenlang von Zombies gejagt. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Benzintank da kommt. Zombies, die Büsche haben gewackelt. Ich muss mal meine Reifen checken. Luft reinmachen. Ah, kurz anhalten. Ja, gute Frage. Nächste Frage, da ist sie doch. Haben Sie Benzin? Oh, danke schön. Danke, der Herr. Sehr freundlich. Gas. La 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 la. Sehr schön, das ist gut. Ich glaube, wir können sogar noch mehr abzapfen gehen. Bum 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 bum. Ein bisschen Tee muss sein. Oh ja, das ist doch fein. Wir füllen unseren Van auf. So viel wie es geht. Nämlich, das ist gut. Es ist einfach ein Tank. Dann, wenn der kaputt geht, können wir damit unseren Generator auffüllen. Aber ich wette, der geht irgendwo kaputt und wird nicht mehr. Ach, Benzin ist eigentlich kein Problem in dem Spiel. Ne, aber wenn die neue Zomboid-Version da ist, du kannst fast alles selber craften, glaube ich. Restlos, auch Benzin vielleicht machen oder so, ich weiß es nicht. Aber das gibt's auch als Mods. Aber wie gesagt, mal einen Multiplayer-Mod-Server hast, wo halt es gar kein Benzin mehr gibt, weil es einfach 10 Jahre später, ich glaube, das Benzin ist dann, ich glaube, wenn das zu lange rot ist, das auch nicht mehr so effektiv, glaube ich. Und, oder wirkungslos, oder? Wie ist das? So 10 Jahre Benzin und Kanister ist, glaube ich, ziemlich sinnlos. Oder altert das gar nicht? Benzin. Oh, was haben wir denn hier? Oh, da gibt es bestimmt nur Kartoffeln oder so. Warte ich mal lieber. Den Hammer. Ich wähle den Hammer. Abwechslung muss sein. Ich hab nur einen Screenshot gemacht. Okay, geh weg. Naja, oh, jetzt bin ich beinahe durchgekrabbelt. Ist nur Schrott drin wahrscheinlich. Guck mal, Wassermelonen, aber alle verrottet, ey. Das, oh. Sack mit Kirschen, Sack mit Erdbeeren. Oh, warte mal. Krass. Oh, jetzt schon alles am Gammeln. Ich raste aus. Ach, hier, frisch. Sackkartoffeln. Geil, nimm mir mit. Aber nur ein. Wir haben einfach keinen Platz. Wir brauchen eigentlich so Gefriertruhen, diese doppelten. Alles voll. Wir sind voll, das ist voll. Siehst du, hier oben gibt es gar keinen zu trinken. So viel dazu. Ich habe aber irgendwo noch ein Saftbäckchen. Und die Töpfe mit Wasser.
Ich trinke mal die Milch. Obwohl, nee, die soll schlecht bleiben. Ja. Trink mal ein bisschen Wasser. So. Hab ich gern beinahe in die Bäume reingepetzt. Ich muss mal wieder die Handbremse ein bisschen mehr benutzen. Kann man besser um die Kurven sliden. Und das Ganze ohne Hubschrauber. Toll, oder? Weil das bringt irgendwie nichts. Machst du die Autos kaputt? Im Notfall kann man es mal machen. Gell? Aber so irgendwie... Naja. Ich glaube, den Weg kenne ich jetzt auswendig. Also wir müssen... Wir sind jetzt hier auf der Hauptstraße. Es gibt gleich eine Kurve und dann geht sie hoch. Und dann müssen wir da lang. Und da müssen wir ungefähr hin. Soll ich mal gucken, wie ich das ungefähr... ich guck mal, wie richtig ich liege. Ah, ich habe keinen Stift im Inventar. Na gut. Ich liege immer richtig. Das Auto quietscht und wackelt. Alles zerkratzt. On the road again. Kentucky Radio. Der CD abspielen ist... Kentucky Radio. Wo geht's denn da hin? Ach ne, ich glaube, das geht ins Nichts. Da war doch gerade eine Leiche, oder? Ne, lassen wir es erstmal. Oh, das Blut. Kann ich einfach weiterfahren? Ist nur eine Seitenstraße. Wieder eine Tote, ein Toter. Ja, die liegen alle immer irgendwo rum. Die liegen alle irgendwo rum. Liegen rum, bum, 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 bum. Rumpidi, bumpidi, bum. Rum, bum, 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 rumpidi, bum. Rumpidi, bumpidi, bum. Rumpidi, bumpidi, bum. Rumpidi, rumpidi, rumpidi. Mann, ist das langweilig. Nein, 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 nein. Ja, Autofahren. Stupide geradeaus. Ja, wir sind auch nicht sehr schnell. Ist aber auch besser so. Für unsere Sicherheit. Aus dem Fenster fliegen kannst du auch. Ist alles an. Ne? Ach du Scheiße. So, hier geht's rein. Hier waren wir auch schon mal. Die Autos braucht ihr gar nicht durchsuchen. Die sind immer kaputt. Also, falls ihr eins davon haben wollt. Also, ihr könnt natürlich Glück haben. Warte, wir gucken mal gerade. Ich weiß nicht, ob es hier Garagen gab. Ich habe hier mal gewohnt. Ich glaube, in dem Haus war das. Ich habe hier mal gewohnt. Ich glaube, die haben alle gar keine Garage. Nee. Doch, hier ist eine Garage. Da gucken wir mal gerade rein. Ich habe das Radio angelassen. Einzelnen, ja. Gruppen, vergiss es. Die greifen dann nach einem. Tja, man kann ja hoffen.
Brechstange. Oh ja, Killer Nummer 1. Auf den Rücken damit. Endlich! Wir haben eine Rückenwaffe! Eine Rückenwaffe? Brauchen wir nicht vor Schluss. Im Multiplayer schon. Damit kannst du dann selbstgebaute Kisten abschließen. Ah, toll. Dann mal los. Das Ding geht halt nicht kaputt, ne? Oh. Nice Höschen. Das würde schon zu meinem Outfit passen. Ich kann ja so einen Frauentick haben, mein Charakter. Dagegen ist nichts einzuwenden. Gibt bestimmt einen, der zugucken das gut findet. Und das ist auch völlig in Ordnung. So, als Kind hat man das sowieso öfter gemacht. Nicht? Ich auch nicht. So. Ich frage mich, gibt es dann eigentlich für so Männer-Frauen-Sachen? Bestimmt, ne? Und dann, ich meine, den Sack muss man dann, so ein Slip tragen ist dann nicht so einfach, glaube ich, oder? Der guckt doch dann immer raus. Egal, es sind Fragen. Ich meine, das geht gleich durch meinen Kopf. Das muss ja, da gibt es ja vielleicht so Sack-Slips. Ich weiß ja nicht, kann ja sein. So, weiter geht's. Garage. Hier ist keine Garage. Doch, da ist eine Garage. Das gucken wir jetzt einfach so, indem wir da reinfahren. Sachsen. Nichts. Kurz gucken. Nein. Nein. Ja. Ja. Tactical X, Mann, Alter! Ja. Ja, bitte. So, weg hier. So, jetzt aber. Wir sind voll. Ich kann nichts mehr mitnehmen. So, die Tactical Axe müssen wir jetzt direkt mal primär ausrüsten. Und ich muss mich leichter machen. Weil wir gleich aussteigen müssen. Das wird echt noch ein Kampf hier. Wir essen auch mal was. Okay, wir sind voll gegessen. Dann müssen wir eigentlich noch was trinken. Wir müssen das Auto auch mal woanders hinstellen. Das muss jetzt unsere Basis werden. Das müssen wir erstmal gucken. Und zwar, wir sind ja noch nicht da. Das wird jetzt erstmal lustig werden. Wie verseucht das da ist. Das kann schon richtig übel werden. Ja, lief wohl nicht so gut. Yo. Welcome to hell. Das ist ein Anhänger. Sehr gut, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wir fahren weiter. So. Da ist eine Werkstatt. Es geht weiter. So, und da sind wir. Das, darauf müssen wir, so, okay, das ist schon wieder sowas. So, wir halten hier an. So, jetzt machen wir uns hier einen kleinen Platz, wo wir Zeug hinwerfen, weil das wollen wir nicht mitnehmen. Das holen wir nachher alles ab. Ich wohne jetzt erstmal hier. Das kann wahrscheinlich ein bisschen was dauern, bevor wir hier wieder weg sind. Ein paar Waffen brauchen wir noch. Da müssen wir noch was trinken. Schneller. Desto leichter, desto besser. Na gut, okay, los geht's. Tactical Axt. Hä? Ist Gruppenhit an? Das hatte ich eigentlich ausgemacht. Na, ich beschwere mich mal nicht.
Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ist halt so. Kann ich noch ändern, aber umständlich. Eigentlich nicht. Ist doch egal. Ist es halt an. Ist das erste Mal gesehen. Softpäckchen trinken. Alles, ja bitte. Alles, ja bitte. Okay, ist die Frage, ob ich die wegmachen will. Das ist jetzt unsere einzige Axt, die wir haben. Ich bleib erstmal bei der Zweihand-Brechstange. Okay, los geht's. Ich könnte brüllen, aber das will ich jetzt noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal hier das direkt ein Rudel. Alter, ich werd wahnsinnig. Hier, mal gucken, ob wir rein können ins Gebäude. Von hier. Man kann ja hoffen. Ist offen. Ist offen. Ich raste aus. Wir sind im Schlaraffenland. Hier ist irgendwo ein Zombie. Nein! Das gibt's doch nicht. Er hat mich gestriffen. Mehr nicht. Ach, kein Schlüssel. Ja, Mann, ey, so viel Glück kann man ja auch nicht haben, ne? Okay. Oh. Ja, sehr gut. Willkommen im Schlaraffenland. Munition, Munition. Oh ja. Ich hätte meine Strapse hier lassen. Okay, wir brauchen Schrotflinte. Schrotflinte oder Schalldämpfer. Für Schrotflinte noch besser, aber irgendwas. Was haben wir denn hier? Hound Wolf Squad Knee Pads. Okay. United States Marine Corps Combat Helmet. Nachtsichtgerät. Sam Fishers. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich versuch's mal, aber die haben meistens nicht funktioniert. Nee, die sind halt an, aber. Die muss man, glaube ich, per Mod anmachen. Sam Fisher ist Splinter Cell, ne? Ah, hier sind ganz schusssichere Weste. GPU Gas Mask. Auch cool. Gasmaske. Also wahrscheinlich laufen wir dann eher mit der rum. Ich glaube, dann bist du auch immun gegen Leichen. Schmodder. Oh, Alter, guck, wie viel Zeug die haben. Obi-Wan Kenobi Cape. Was ist hier los? Anziehen. Kappe an. Gut, glitscht durch. Der Helm war ja klar, aber guck mal. Warte, ich muss den Helm mal ausziehen. Also, geile Sachen, was alles jetzt in diesem Klamotten-Mod drin ist. Warte, ich zieh den mal so aus. Obi-Wan Sam Fisher Kenobi. Gruselig. Gruselig. Okay. Den lassen wir mal hier. Ich zieh das mal wieder an hier. Gut, ich. Oh, Valkyrie Aviator Song. Die ist kaputt. Jetzt bleibt mal hier. Helm wieder anziehen. Ja, die ist kaputt gegangen, weil der Zombie mich da reingebissen hat, wahrscheinlich. Stahlhelm. Okay, jetzt gucken wir erstmal die Sachen durch. Okay, machen wir erstmal die Regale. Eins. Zwei. Also Cartridges, das ist quasi, um Munition zu pressen, aber wir haben wahrscheinlich keinen. Schall. Munition. Gun Cleaning Kit. Magazin. Magazino. Klamotten. Ammo. So, wir gehen jetzt mal die hier durchgucken, die sind sehr wichtig. Hier. Solvent Trap. Das brauchen wir, um selber einen Schalldämpfer zu machen, falls wir nichts anderes finden. Munition, das ist sehr schön. Noch mehr Solvent Trap. Dafür brauchen wir dann noch so einen Ölfilter. So. War da klar, war das ist hier so, guck mal, Helicon Tex Patrol Cap, die ist ja geil. Noch mehr Gasmasken, noch mehr Gasmasken. Ja. Oh, ich muss hier mal langsam gehen. Ja, blöd, hier ist nix. In den Dingern ist auch manchmal was drin. Ich kenne den Laden auswendig. Double Stack Magazin für 9mm. Nochmal 9x19. Helox Malcolm. Ah, schade. Wir müssen hinten in den Raum rein. Wir müssen nachher ein paar Zombies hier reinlotsen. So, dann hier.
Ja, ich muss mal gucken. Wir müssen uns mal ganz neu anziehen. Aber ich mag mein America Helmet. Ist wirklich egal. Noch eine taktische Axt. Back of Cases. Raven Ultra Compact Prism Scope. Dreifach. Oh, das können wir uns auch mal merken. Bayonett. Nochmal ein Double Stack. Nochmal 9mm. Was habe ich eigentlich für Waffen nochmal gefunden? Aber keine Schrotflinte. Laservisier. Nochmal taktische Axt. Solvent Trap Adapter. Okay, ja gut. Das ist jetzt doof. Wir müssen da rein. Ich muss mal gucken, ob ich hier den einen oder anderen finde. Ich habe hier was gehört. Psst. Ja, schade. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch einen Mod für die Nachtsicht. Aber das ist auch blöd, die ganze Zeit in Nachtsicht. Oh, scheiße. Drei Stück müsste ich schaffen. Kommen Sie, kommen Sie. Einer nach dem anderen, bitte. Also wenn ich hier eine Schrotflinte finde, dann können wir erstmal aufräumen. Aber ich brauche genug Schrotflintenmunition. Dann geht das. Es geht alles. Ach nein, ich hau doch nicht dagegen. Die sind so blöd, ne? Meine schönen Scheiben. Ich habe zu früh getötet. Ich habe jetzt gerade nicht dran gedacht. Da ist der Schlüssel. Da habe ich ein Schwein. Das ging aber auch jetzt schnell. Ah, Schlaraffenanz. Es werde Licht in der Schatzkammer Aladdins. Colt, 635. Schachtel 9mm Patronen. Gun Cleaning Kit. Ja, davon haben wir auf jeden Fall jetzt genug. Da ist wieder nichts drin. Da ist einer drin. So ein Trap Adapter. Das ist bestimmt der Besitzer. Ja, noch ein Ausschlüssel. Brauchen wir nicht mehr. Also, Reinigungspolymerkanister Beige. Da ist drin irgendein Magazin. Wahrscheinlich für das Scharfschützengewehr. So ein Trap Adapter. Komm schon. Wo sind die Knarren? Back Primers. Das sind Zünder. Remington M40 Rifle. Ja, Scharfschützengewehr. Kugeln. Clip für Emmons Garant. Was ist hier los? What's happening? Versewaffen? Ingram Mac-10? Bushmaster AR-15? Was ist hier los? Alter, wir haben so viel Munition. Keine Waffen, das ist echt übel. Was sind das für Einstellungen? Okay, wir haben AR-15, ich meine... Boah, wir haben viele Pistolen, wir müssen mal gucken, ja? Wir müssen mal gucken. Okay, das ist jetzt blöd. Ich habe doch dieses Double Stack Magazin. Wir haben die Mac-10. Ich brauche ein Holster auch. Ich nehme den mal mit. Bushmaster AR-15. Mo. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Nehmen wir das mal auf dem Rücken gerade. Da ist noch ein Magazin mit bei. Müssen wir gerade ein bisschen zusammen schaufeln. 3-Point-Sling. Das können wir auch gebrauchen. Um es an der Brust zu befestigen. 12 Gouch. Mehr Munition, ja, aber... 5-4-5. 5-5-6. 9mm. Remington M40. Ja, nee, können wir echt nicht gebrauchen. Ja, das kommt mit. Back of Cases, Solvent Trap. Vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen. Da ist der Colt. Lass mal gucken, welche leichter ist. Glaube ich eher die leichtere oder was auch immer. Okay. Muss mal gerade gucken. Mach ich mal hier hin. Also Ingram. Schlüssel kommt mal hier dran. Kanister, Munition, Munition, Magazin, Bushmaster kommt auch erstmal auf den Boden. 3-Point Sling, Adapter. Erstmal alles auf den Haufen werfen und dann, anziehen. Ich werde auch alle Klamotten nochmal quasi. Ich werde das vielleicht mal offscreen machen, ohne euch mal ganz in Ruhe durch die Sachen durchgehen und mal vergleichen.
Zumindest diesen Context Combat Vehicle Crew Helmet. Vehicle Crew Helmets 110, die sind mich meistens extra gepanzert. Aber ich brauche mal ein America Helmet. Das war ja, ne, lieber auf den ersten Blick. Aber hier sind so Tactical Hemden. Tactical, muss ich meine Tactical Strapse wieder irgendwo lassen. Tactical Strapsis. Zoll den Trap Adapter. Kann sein, dass noch irgendwie Waffenerstellung total merkwürdig sind. Armshot. Ich glaube, ich kann das sogar in-game ändern. Warte mal, ich guck mal hier. Hier, mehr Spiel. Ne, hier, Mods. Das kann nämlich sein, dass das noch irgendwie reserved? Ich habe keine Ahnung. Sachen sind von, aber eigentlich. Hier, das sind die Waffen. 30%, 90%, Pistole, 90%, also, ne? Nee, das ist alles normal. Kann ja irgendwie einfach jetzt Zufall sein. Ich weiß gar nicht. Also ich hatte hier nichts geändert. Es kann sein, dass das alte Einstellungen sind. Aber das jetzt im Nachhinein ändern ist halt, müssen wir ja nicht. Wir müssen die Polizeistation mal looten. Crafted Torch. Es ist eine Fackel. Expanded Baton. Hier ein Trommelmagazin. Ich glaube nicht, dass das auf die Mac 10 geht, oder? Double Stack für 45er. Oh, jetzt haben wir aber Glück gehabt. Trommelmagazin für irgendwas ist auf jeden Fall äußerst gut. Keine Schrotflinte ist blöd, aber was soll's. Okay, sehr gut. Das. Sollen wir es mal probieren mit dem Double Stack? Da war jetzt gerade noch hier. Wir brauchen das nehmen wir mit. Das will ich haben. Das Bajonett. Nee. Also ich bräuchte noch einen Ölfilter. Und dann hätten wir genug für einen Schalldämpfer. Für einen kleinen. Ich kann auch eine Plastikflasche nehmen. Ich nehme halt immer erst eine Schrotflinte, weil du übst mit der halt unfassbar gut. So, jetzt will ich das mal testen, wenigstens noch bevor ich die Folge beende. So, wir nehmen mal die Mac 10. Ich mag die, ne? Knarre im saftigen Sesambrötchen. Das Prison Scope könnte man auch dran machen. Ich werde verrückt. Oh Mann, das ist eine kleine. Das ist eine Einhandrotze, nenne ich die, ja? Pratz leer. So, gucken wir mal. Es war Ä oder Ü. Nee. Ü. Ach, 45er verschießt das? Das verschießt 45er? Aber Drummack geht auch rein. Wir brauchen Double Extended. Wie viele Kugeln passen da jetzt rein? 24, damit kann ich leben, aber ich habe immer noch keinen Gürtel. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Okay. Na toll, da kommen Gäste. Haben die mich gesehen? Ach du Scheiße. So viel dazu. Ich bin müde. Nee. Oh, halt nicht meine Tür. Ich muss erstmal hier raus. Ich muss schlafen. Ich glaube, mein Charakter ist echt Fritte. Ich esse noch schon mal das Huhn. Ich muss noch am Schlafen irgendwie vergammelt. Okay. Aber überladen bin ich nicht, also lassen wir es jetzt so. Oh, das Radio wieder aus. Ja, wir müssen mal ein bisschen irgendwo hinfahren, schlafen gehen. Und dann müssen wir uns mal an die Zombies hier ranwagen. Wir haben genug Munition hier. Alles mitnehmen kann ich nicht. Also solange wir hier sind, werde ich mal alle 45er Munition 556 sammeln. Gucken, wie viel wir haben. Ne? Und dann gucken wir mal.
So, also, ich beiß mal hier ab, liebe Leute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es wird spannend, ja. Es wird ein Geschieße werden oder ein Gesterbe. Wir werden sehen. Bis dann, wie immer. Haut rein, Leute.